Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei Alice19 und wieder zu einer kleinen Mod-Vorstellung hier bei mir auf dem Kanal. Der liebe nette Händler hat uns angerufen, dass er heute wirklich ein paar sehr schöne Sachen reinbekommen hat im Katalog. Und ich dachte mir, die schauen wir uns jetzt an. Und wie wir sehen, wir stehen schon vor einer sehr schönen Sache. Und zwar vor den schönen Acrostar-Deutz, über den wir schon ein paar Mal gesprochen haben, der ganz cool wäre mit der schrägen Haube, weil der auch Frontladeranbau und sowas hat. Da haben wir ihn gekriegt. Das wäre eher in Originalzustand. So schaut der Original aus. Und so schaut der Acrostar, ich glaube, Spezial aus. Schauen wir uns das Ganze mal im Shop an. Der ist unter Kompakttraktoren zu finden. Da haben wir ihn. Ich habe einmal kurz den alten noch daneben gestellt, weil ich jetzt nicht wusste, welchen Mod ich brauche. Aber da haben wir ihn. Den Acrostar Freisicht. Kostet in der Standardversion 17.600 Euro. Im Gegensatz zu den anderen 97.000. Wir können ja mal gucken. Ja. Schnäppchen. Muss man sagen. Und optisch sieht er wirklich top aus. Man kann auch wieder wirklich viel dran ändern. Konfiguration. Halt, das sind die Reifen. Da wollte ich zuerst hin. Man kann für Frontgewicht dran machen. Warum springt er mal hoch? Ich wollte doch Fronthydraulik. Genau, man kann eine Fronthydraulik dran machen. Man kann Frontgewicht daran hängen. Man kann die Reifenvariante wieder ändern. Hier sogar noch eine neue mit Mittas. Die habe ich auf den anderen Trecker sogar drauf, glaube ich, drauf. Mal eine neue Reifenvariante. Breitreifen. Motorausführung kann man ändern. Man kann ihn von 107 PS auf 115, auf 130. Und hier ist der Spezial. Da seht ihr, hängt der Auspuff gleich auf. Gleich an der Seite und er hat 143 PS und kostet so 30.900 Euro und mit Frontlader 30.600 Euro oder 3.869 so rum und ist damit immer noch günstiger wie der Acrostar, wie der Deutz Acrostar und der genau dieselbe PS-Zahl hat, 143 PS. Wäre er in dieser Variante, wie er hier steht, noch günstiger. Mir gefällt er sogar so besser mit dem Auspuff so schön an der Seite raus, wie bei denen, wo der in der Mitte raushängt. Aber aussehen, ich finde den Deutz fand ich ja schon in 17, ne? Wir hatten ihn zwar nicht gehabt, aber ich habe ihn schon ein paar Mal auf PC gesehen. Da fand ich ihn schon einfach nur geil, weil alleine durch diese schräge Haube, das hat was. Wir setzen uns mal rein. Ja, von innen schaut er auch schick aus. Oh, Linklicht wird sogar angezeigt. Links und rechts sehr schön. Das Licht angeht. Oh, das leuchtet auch alles mit. Also sehr schön gemacht, das gute Stück. Da, die Hebel bewegen sich auch schön. Die Pedalen bewegen sich. Sitzfederung funktioniert. Und man muss sagen, er hört sich wenigstens auch einigermaßen ordentlich an, ne? Also, sehr schicke Trecke. Gefällt mir. Ja, und dazu haben wir dann gekriegt diese Silagewalze. Mal wieder eine neue. Ich finde, optisch sieht die sogar sehr schick aus. Da wir jetzt schon mal das Dings dran haben. Ah, man kann das Rad runterfahren. Denke ich mal zur besseren Verdichtung, würde ich mal vermuten, wa? Auf jeden Fall sieht die so sehr schick aus. Wir schauen uns die auch im Shop an. Die finden wir, müssten wir rein theoretisch hier finden. Da ist sie, Silagewalze 3 Meter. Du verwendest sie zum Häckselgut und Silage zum Verdichten, Haufen der Silage auszugleichen. Gut, ich dachte, jetzt steht was auf das Rad, aber ich denke mal, das hilft mit beim Verdichten. Sieht auf jeden Fall optisch sehr schick aus, die Silagewalze. Vom Preis her genau dasselbe wie die, die wir schon drin haben. Also, schicke Silagewalze. Dann haben wir gekriegt neue Anhänger, die mir optisch wirklich sehr gut gefallen. Also, die sehen richtig geil aus. Den TSM Mammut haben wir gekriegt. In zwei Varianten. Schauen wir uns auch mal im Shop an. Also der gefällt mir richtig gut. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir den auf unseren Projekten mit nutzen werden. Oder irgendwo im Projekt nutzen werden. Da ist das gute Stück. Fest 41.000 Liter. Man kann hier die gesamte Farbe ändern. Kostet der Grundausstattung 69.000 Euro. Konfigurieren, Aufbau. Dann fährt er sogar 46.000 Liter. Die Reifen kann man wieder ändern. Und dann die Reifenvariante selber. Also ein sehr, sehr schicker Anhänger. Mir gefällt der optisch wirklich sehr gut. Also der hat echt was.
Muss ich echt sagen. Also der gefällt mir wirklich sehr gut. So, das mal gucken wir uns gleich an. Dann haben wir Dieselfässer gekriegt, die wieder hier auf dem LKW montiert werden können. Wie das jetzt genau funktioniert, das weiß ich noch nicht. Habe ich schon probiert, aber irgendwie habe ich den da oben jetzt nicht gerade raus. Ich weiß nicht, ob man das mit dem Radlader machen muss, dort unterfährt und den dann da raufsetzt. Das weiß ich noch nicht so genau. Auf jeden Fall im Bild sah es zumindest danach aus. Den findet ihr unter Forsttechnik. Da sind sie, Fulltank. Weil ihr die im Design vom Ponze oder vom Komatsu bekommt. Na gut, die Zahl springt nicht ganz so schnell um. Hier könnt ihr auch Designfarbe, Hauptfarbe ändern. 8.500 Euro kostet das gute Stück. Und es passen 970 Liter rein. Also wenn ihr im tiefsten Wald seid, keine Tankstelle dabei habt, ist das eigentlich optimal. Oder so wie damals, wo der Helfer den New Holland leer gefahren hat. Ist das eigentlich optimal. So ein Ding auf dem Hof hingestellt, wenn du wirklich mal Not bist, machst das voll, fährst hin. Fertig. So. Ja, jetzt kommen wir zu dem schicken Teil. Wir haben nämlich eine neue Stoppenfräse bekommen. Und zwar dieses gute Stück von Biobelz. Und sie ist ziemlich nah an dem angelehnt, was wir kennen vom 17er, die vom BSM. Also sie ist wirklich sehr nah angelehnt. Ich habe hier schon einen Baum umgehauen. Probehalber. Aber wir schauen uns das Ganze mal an. Heben. Senken. Forstmodus hier anschalten. Forstmodus hier senken. Oh, ganz schön laut. Aber wir schauen einfach mal. Wir fahren nochmal den Baum gehen. Gut. Denken sollte man erst, wenn man am Baum ist. Aber wie wir sehen, er haut den Baum nicht so weg, wie die das vom BSM gemacht hat. Oder ich bin gerade zu blöd dazu, das kann natürlich auch sein. Aber man muss halt rüberfahren und dann klappt das schon. Eben. Kann man den Ding noch was machen? Nö. Man kann ihn auch nicht so sehen und finden. Aber wie ihr seht, es funktioniert auf jeden Fall. Ich würde heute gerne wissen, und mit denen auch Felder, ne, das funktioniert noch nicht. Wie soll ich? Kurzmöse reden, abschalten. Ne, das funktioniert jetzt nicht. Sehe ich das jetzt nicht auf dem ersten Blick. Aber wie wir sehen, es funktioniert. Damit könnt ihr wirklich die Bäume wegmachen. Wie halt. Ja, funktioniert fast wie die von BSM, die wir aus dem 17er kennen. Also sehr schön. Gerade für diverse Dekobäume ist die wirklich optimal geeignet. Wie gesagt, das dauert vielleicht ein bisschen. Muss ich vielleicht auch erstmal mit einfuchsen, dann gehen die Bäume auch ruckzuck weg. So, jetzt kann ich erstmal das Hilfefenster ausmachen. Dann gehen die Bäume, denke ich mal, auch gleich in einen weg. Wenn man sich damit eingefuchst hat. Ja, und das sind so die Sachen, die mir der Händler gezeigt hat oder parat gestellt hat. So, dann fahren wir nochmal zum Hof, denn wir haben nämlich auch nochmal ein paar neue Bäumchen bekommen. Also die Gärtner waren auch nochmal da. Was heißt neue Bäumchen? Da ist eigentlich fast alles drin, was wir vorher in den anderen Pack auch schon hatten. Bloß in dem sind jetzt noch ein paar Zusatzbäumchen drin. Und wir haben einen neuen Pferdestall bekommen. Also für die Bauern, die einen, ja, kleinen Pferdestall haben wollen, haben wir was Schönes bekommen. So, wir fangen mal mit den Bäumchen an. Wie ihr seht, wir haben die schönen Pappeln gesägt bekommen. Wie ihr eigentlich müsstet ihr die, zumindest die bei uns alle mitgearbeitet haben, noch kennen. Sosnowka, sag ich nur. Davon haben wir reichlich viele gefällt. Ja, da haben wir abgestorbene Kiefer gekriegt. Ja, die Kiefern hier, ich glaube, die Kiefer war schon drin, ne? Auch eine abgestorbene Birke haben wir jetzt dazu bekommen. Schauen wir uns natürlich alles einmal an. Wie immer unter Diverses. Hier seht ihr die ganze Auswahl. Große Birke, mittlere, kleine, aber das kennen wir ja schon alles. Denn die verstorbene Birke, Kiefer, verstorbene Kiefer, die Pappel und die Fichte bis zur großen Fichte hoch. Da hat sich nicht viel geändert. Aber ich muss echt sagen, ja, die Mods, die heute gekommen sind, gefallen mir. Und vor allen Dingen, man muss jetzt ehrlich mal sagen, es sind endlich mal Mods gekommen, wo nix vom 17er reinkam. Ne? Also zumindest fällt mir das nicht ein. Also
Das ist alles extern, nichts von Giants. Zum Beispiel die Biobelt-Dings ist von Toxicom. Mal wieder, jetzt haben wir mittlerweile schon mehrere Sachen von ihm wieder gekriegt im 17er. Also sehr schön, ja. Das ist der kleine, aber feine Pferdestall. Hier kommt das Wasser hin. Futter, ich weiß bloß noch nicht, wo man hier reinkommt. Oder ob man das alles von draußen belegt. Das werden wir uns dann in Zukunft mal anschauen. Aber ich denke mal, wir werden ihn bestimmt einmal antesten. Er sieht natürlich optisch sehr gut aus. Lass mich doch da mal rein. Ich würde halt schon mal ganz gerne irgendwo die Pferde kaufen, ne? Die muss ich doch. Machen wir mal das Hilfefenster an hier. Irgendwie muss ich doch. Irgendwo muss man ja auch die Pferde ablangen können, ne? Kommt da auch nicht rein. Entweder bin ich heute nur zu blöd dazu, weil Freitag ist. Ne, hier geht auch nichts auf. Also ich weiß jetzt, ich finde jetzt hier auch keinen Punkt, wo ich Pferde hätte kaufen können. Also es geht einfach nicht. Hier, ich kann drücken, was ich will. Und man muss ja hier auch irgendwie reinkommen mit dem ganzen Zeug um die. Ach, hier. Der Spawnplatz ist hier vorne bei der Badewanne. Ich glaube, hier passen zwei Pferde rein. Genau. Door. Eins. Ah ne, da sind sie beide. Aber wieso ist denn der Spawnplatz hier vorne beim Wasser? Ich glaube, das Ding muss nochmal überarbeitet werden. Weil wie wir sehen, wir kommen ja auch hier mit nichts rein. Du musst ja auch hier hin, um das Futter reinzugeben. Oder, ja gut, kann natürlich sein, dass der Spawnpunkt jeweils hier draußen ganz dicht dran ist. Aber das werden wir uns alles mal angucken. Also ich sag mal so, für Anfang auf dem Hof. So, ah, guck mal hier. Türmenü öffnen. Ah, dann wird das andere auch von hier außen rum sein. Aber dann denke ich mal, fährst du hier mit Wasser ran. Wenn man jetzt einen Hof neu starten tut, am Anfang wenig Geld hat, zwei Pferde kann man alleine gut bewirtschaften und gibt beim Verkauf immerhin 100.000 Euro, ne? Wir schauen uns das Ganze mal im Shop an. Also wie wir sehen, es gibt auch mal neue Ställe. Ein Ort, um deine Pferde zu halten. Kostet 8.000 Euro das Ding und ist nun mal kein Geld. 50 Euro am Tag. Und ich finde optisch, ja, schaut er schon sehr schick aus, ne? Also mir gefällt er optisch. Sehr schön gehalten. Ja. Hey, du grunzt gleich mit. Das hört sich an wie so ein Schwein. Ja, das war soweit ja das, was am Mods heute gekommen ist. Könnt mir ja mal eure Meinung dazu in den Kommentaren hauen, was ihr davon haltet, dass heute endlich mal für Mods gekommen sind, die nicht von Giants sind oder halt nicht ausschließlich Giants sind. Naja gut, es ist ja wirklich keiner von Giants. Also mir gefallen sie wirklich sehr gut. Vor allen Dingen halt die Stuppenfräse gefällt mir und der Anhänger. Das sind echt zwei richtig geile Mods. Gut. Aber das soll es erstmal von mir gewesen sein. Wenn es euch gefällt, lasst mir wieder gerne ein Like da, würde ich mich mega drüber freuen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.